Ein Blick in die Sterne wird wohl nie an Faszination verlieren. Friedrich Wilhelm Agelander revolutionierte vor 170 Jahren den Blick in den Bonner Nachthimmel. Und so widmet das Bonner Universitätsmuseum ihm jetzt die Sonderausstellung Agelanders Erben. Das Erbe von Agelander ist einmal natürlich die Sternwarte selber, die die Bonner Astronomen ja sehr lange benutzt haben. Aber es ist noch ein bisschen mehr. Agelander hat eigentlich die erste große Durchmusterung, den ersten großen Survey gemacht. Und das ist das, was Astronomen in der Radioastronomie, am Röntgenhimmel und in vielen anderen Wellenlängen auch machen. Und Agelander war sozusagen auf diesem Gebiet der Pionier. Neben Aufzeichnungen aus den Anfängen der Bonner Astronomie zeigt die Ausstellung auch einzigartige Instrumente, mit denen Agelander und Zeitgenossen den Sternen ihre Geheimnisse entlockten. Spannend für Amateure und Experten gleichermaßen. Mir gefällt die Ausstellung sehr gut. Ich interessiere mich so nebenbei ein bisschen für Astronomie und bin fasziniert davon. Ich finde es sehr schön präsentiert und sehr umfangreich, so von allem so einen kleinen Blick. Dass sie in der Lage sind, einfachen Laien wie mir Dinge zu erklären, die man sonst nicht versteht, wenn ihnen Wissenschaftler sagt. Das ist wunderbar, dass Geschichte hier so lebendig wird. Und ich finde gerade Michael Geffer, der macht das so toll, weil er das mit seinem Enthusiasmus wirklich mit Leben erfüllt. Und dadurch stehen unsere verstorbenen historischen Kollegen ja fast wieder vor uns. Und das finde ich ganz wunderbar. Bis zum 31. Juli 2016 ist die Ausstellung Agelanders Erben im Bonner Universitätsmuseum zu sehen. Zusätzlich gibt es verschiedene Führungen und Veranstaltungen. Alle Infos dazu finden Sie unten in der Videobeschreibung.